Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Nach all der Superhelden-Action der vergangenen Tage gibt es jetzt mal wieder eine, in Anführungszeichen, ganz normale Ausgabe des Telestammtischs, die allerdings auch drei sehr interessante Besprechungen zu neuen Streaming-Starts mit sich bringt. Till und Frosty haben sich Sky Rojo angesehen, eine neue spanische Netflix-Serie, unter anderem geschaffen von Haus des Geldes-Creator Alex Pina. Thilo und Patrick werfen anschließend einen Blick auf die Serie Tin Star und verraten euch ihre Meinung zu allen drei Staffeln, die von dieser Serie erschienen sind. Und zum Schluss feiern Stu und ich den Yes Day! Der hatte am 12. März 2021 seine Premiere auf Netflix und ob es ein so großer Spaß gewesen ist, wie es der Film sein will, das erfahrt ihr in der dritten Besprechung. Das war's von mir. Checkt die Podcast-Beschreibung für die Trailer für diese Filme und Serien, für Links zu unseren Redakteuren und für die Möglichkeit, diesen Hobby-Podcast hier mit einem kleinen Trinkgeld über zum Beispiel PayPal oder bei mir Coffee zu unterstützen. Und jetzt viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Wir besprechen heute die bald verfügbare Netflix-Serie Sky Rojo. Die gibt es am 19. März zu sehen und wir sind einmal Frosty, hi. Hallo. Und nicht, nur zu zweit, mehr sind wir nicht. Und bevor es zum Inhalt kommt. Sagst du noch deinen Namen? Sag ich noch meinen Namen? Habe ich nicht. Till, hi, was geht ab? Habe ich wirklich nicht? Das ist ja unfassbar peinlich. Okay, das wird nicht rausgeschnitten. Hoffentlich wird das nicht rausgeschnitten. Aber zurück zur Serie. Sky Rojo. Und ich hoffe, verbessere mich bitte, ich spreche den Namen richtig aus. Showrunner, wie es ja so schön heißt, ist von Haus des Geldes bekannt, Alex Pina. Erzähl mal, worum es geht. Also das Ganze spielt auf Teneriffa und es geht da zunächst einmal um einen Nachtclub, wo halt ein Zuhälter seine Prostituierten hat und eines schönen Tages passiert ist, dass drei von den Prostituierten fliehen müssen, nachdem sie mit dem Oberzuhälter da quasi aneinander geraten sind und er dann schwer verletzt zurückbleibt. Darum geht es dann quasi, wie es dann nach diesem Ereignis mit ihm weitergeht. Und dann kommt so dieses Übliche, sie sind auf der Flucht, es kommt dann einmal mal wieder zu bestimmten Ereignissen, es kommt dann zurückblenden, wie sie überhaupt in diese Lage gekommen sind. Und das ist mal so der grobe Rahmen für die Serie. Mehr würde ich da gar nicht erzählen wollen vorher. So. Ja, genau, das stimmt. Und wir haben auch die ersten 4 Folgen nur gesehen. Wir kennen nicht die komplette Serie. Es wird, wie viele Folgen gibt es? 18 angedacht. 8 bekommen raus. Eine Folge ist jedenfalls so um die 25 Minuten rum. Also insgesamt ist das im Grunde genommen, kann man es in 2 Stunden dann wohl hintereinander durchgucken. Ja, sehr angenehm also im Gegensatz zu vielen anderen Serien, die jetzt ja alle 40 bis 60 Minuten gehen pro Folge, ist das mal eine ganz nette Abwechslung. Und es tut der Serie, glaube ich, auch ganz gut. Aber dazu kommen wir jetzt. Ja, Rückblenden sind auf jeden Fall sehr viele drin. Ja, wie hat sie dir generell gefallen, erstmal vom Look? Auf den wollte ich auch drauf kommen. Das war so eins der ersten Dinge, die mir, ich meine, das springt einem auch so sofort an. Ich hatte sofort Assoziationen irgendwie an From Dusk Till Dawn, irgendwie einfach so ein bisschen so dieses, oh, danke dieser schön. Wüstenlook, ja. Dann irgendwie aber auch so ein bisschen dieses Coole und irgendwie ein bisschen Bunte und manchmal auch ein bisschen so von der Optik her auch überzeichnete. Aber sehr cool, irgendwie sehr schön und also, der Look der Serie, der ist fantastisch, finde ich. Genau, das ist erst im Endeffekt das Erste, was mir eingefallen ist irgendwie, wenn die Kamera so über die, mehr oder weniger Wüstenlandschaft filmt und dann hast du da diesen wirklich bunten Club. Das ist halt ganz klar halt irgendwie From Dusk Till Dawn und so ein bisschen, ja, es hat so auch so ein leicht Tarantino-eske und ja, ich weiß, der Film ist nicht von Tarantino, From Dusk Till Dawn, viele verwechseln das ja immer, so leicht Tarantino-eske Vibes, finde ich. So dieses, wie erzählt wird und ja, das ist so eine wilde Mischung. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wo ich dann gewisse Unterschiede gesehen habe, war, weil, nur weil es mich vom Look so sehr dran erinnert hat, hatte ich dann auch eigentlich etwas eher Leichtes erwartet, irgendwie viel
humoriger und es wird ja auch so ein bisschen als schwarze Komödie mit angepriesen. Mhm. Aber ja, es hat durchaus seine komischen Momente, aber die Serie ist insgesamt wesentlich ernsthafter, als ich erwartet hätte. Weil so vom Look habe ich halt etwas sehr Cooles und totalen coolen Gangster-Ride im Grunde genommen erwartet. Und da ist mehr Tiefgang hin, als diese super stylische Oberfläche vermuten lässt. Also das hat mich sehr, sehr positiv dann auch überrascht. Damit hätte ich nicht gedacht, weil ich hatte anfangs so ein bisschen die Befürchtung, gerade eine Serie irgendwie, wo Prostituierte so im Mittelpunkt stehen, da hatte ich wirklich Schlimmes befürchtet, aber bin da sehr positiv überrascht worden, wie mit dem Thema auch umgegangen wird. Fand ich auch, vor allem, weil es ist halt sehr erst, es wird alles sehr oberflächlich, also es wird auch bewusst so dargestellt, so oberflächlich. Einmal Prostituierte heißen nicht Prostituierte dort, sondern grundsätzlich, und ich zitiere Nutten, bei mir im Deutschen, ich weiß nicht, wie es, du hast es ja auf Spanisch geguckt, wie ist das da? Ich glaube, Putas haben sie die genannt, das ist ja, Puta ist ja... Ja, okay. Ja. Genau. Sehr herabwürdigend. Der Umgang mit den Angestellten sowieso. Es wird immer Nutte gesagt. Natürlich sind sie bekleidet, wie man es aus Filmen kennt. Sehr bunt, sehr kurze Röcke. Und die drei Hauptdarstellerinnen, um die es dann da geht, die sind grundsätzlich auf ihrer Flucht immer sehr knapp und bunt bekleidet. Und das ist halt einerseits, ja, okay, die hätten sich natürlich umziehen können. Hatten sie einmal auch vor, hat dann nicht geklappt. Aber das ist so ein bisschen Style over Substance, was perfekt zur Serie passt, finde ich. Ja, also der Style ist halt schon wichtig in der Serie. Und dass sie halt auch dem Milieu entsprechend sich ja gegenseitig benennen, finde ich dann auch passend. Also es war halt nicht irgendwie jetzt so von der Sprache her komisch oder künstlich, sondern es war einfach dem Milieu dann halt auch angemessen, wie die miteinander reden. Das ist richtig. Und wir haben noch gar nicht gesagt, ist unsere drei Hauptcharaktere, das ist einmal ganz vorne Coral und sie selber ist, und man weiß noch nicht genau, weshalb sie da reingerutscht ist, aber sie selber ist studierte Biologin? Ja, sie war Biologin, ne? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ja, sie kam eigentlich schon aus einer eher, also sie hat nicht so den Lebensweg gegangen, den man erwartet hätte. Genau, und da hat man, also erstmal finde ich sie gut ausgewählt, weil sie wirkt, sie sieht auch intelligent aus, nicht, dass die anderen Frauen dort nicht intelligent aussehen, aber sie ist halt so dargestellt, und wie sie den Weg ins Bordell gefunden hat, das wissen wir auch noch nicht ganz genau. Das wird aber wahrscheinlich noch gesagt werden später. Und die anderen, Gina und Wendy, die kommen... Aus Argentinien kommt Wendy. Ah, nee, aus Kuba kommt sie. Gina kommt aus Kuba. Macht nichts. Auf jeden Fall sind das die wir verfolgen. Bei den beiden hat man schon ein bisschen mehr Einblicke in die Vergangenheit. Und da will ich jetzt aber eigentlich noch gar nicht groß was rumspoilern. Irgendwie, das lohnt sich, das sich anzuschauen, weil einfach so diese Hintergrundgeschichten von denen auch wirklich spannend sind. Ja, und genau das ist nämlich, also es wirkt erstmal plakativ, das, was wir am Anfang ja schon gesagt haben. Aber die kriegen wirklich, und nicht nur, in Anführungsstrichen, die Guten, nenne ich sie jetzt mal, unsere drei Frauen, die wir da verfolgen, sondern auch die Gegenspieler, die drei Stück. Einmal der Zuhälter, dem das Ganze dort gehört, und seine beiden Handlanger. Die sind auch erstmal, wirken die alle drei völlig verrückt, jeweils auf ihre ganz eigene Art und Weise. Aber die haben auch einen Hintergrund. Also das wird durch die Rückblenden wirklich gezeigt, was passiert da, wie geht es denen, warum geht es denen so, wie sie gerade sind. Das ist alles ganz interessant, und durch diesen Tiefgang, da wir von allen sechs, von dem Zuhälter jetzt erstmal noch am wenigsten, aber von, dann nehme ich mal die fünf, die beiden, die verfolgen, die Frauen, man kann es ganz gut nachvollziehen, und dadurch ist das, was du ja vorhin schon sagtest, das ist halt nicht nur plump, plakativ, nackte Haut, sondern es ist alles ganz schön zu verfolgen, und man kriegt auch für beide Seiten so ein bisschen, ja, die holen sich schon ihr Mitgefühl und ihr Mitleid ab, auch die beiden verrückten Brüder, die Mädels da verfolgen. Das fand ich gut, und ist genau das bisschen, was die Serie braucht. Also ich habe jetzt nicht wirkliches Mitleid mit den Typen empfunden, weil das, was sie erlebt haben, rechtfertigt für mich halt nicht, wie die mit den Frauen umgehen. Aber ich kann sie verstehen. Also ich kann verstehen, wo es herkommt. Und es ist halt, es ist eine Erklärung für deren Verhalten, aber für mich keine Entschuldigung. Aber sie haben trotzdem dadurch, dass sie halt Hintergrund bekommen, dann auch durchaus sympathische Züge. Also man versteht schon, wo sie herkommen. Aber
so letztlich denke ich mir so, ja, alles, was einem passiert, irgendwie passiert einem und da muss man damit umgehen. Aber wie man mit anderen Menschen umgeht, ist dann halt doch immer noch was, was man in der eigenen Hand hat. Und da denke ich mir so, da bin ich dann doch nicht auf deren Seite. Ja, das ist richtig. Die beiden Brüder, die sind wirklich verrückt. Und vor allem der jüngere Bruder, der ist halt eine tickende Zeitbombe, der sich halt überhaupt nicht unter Kontrolle hat. Und ich finde, das macht er echt gut. Und man kriegt wirklich so ein bisschen Schiss, weil da kann alles passieren. Und sein größerer Bruder, der hat sich deutlich besser unter Kontrolle, ist aber trotzdem halt wirklich ein abgebrühter Typ, der halt erstens das macht, was deren Chef Romeo ihnen sagt. Scheißegal, die bringen halt um, wer umgebracht werden soll oder foltern. Aber die beiden machen das wirklich gut. Vom Schauspiel her fand ich die echt klasse. Insgesamt eigentlich alle sehr überzeugend. Was ich halt auch gerade so im Zusammenhang mit diesem Milieu halt auch spannend fand, da kommt natürlicherweise auch das Thema Drogen auf und es wird in zwei Personen dann auch irgendwie aufgegriffen. Es kommt vor und deswegen kommt es auch da vor und deswegen kommt es da halt auch negativ vor. Und das fand ich gut, irgendwie so diesen realistischen Umgang damit. Und was teilweise ja auch für das Verhalten der Figuren dann mit erklärt, aber in völlig verschiedene Richtungen dann. Das hat mir echt gut gefallen, dass halt viele Themen irgendwie, die man in diesem Kontext erwartet, halt auch aufgegriffen werden, aber dann ernsthaft behandelt werden und trotzdem es geschafft wird, diese sehr coole Kulisse und die sehr stylische beizubehalten irgendwie und trotzdem eine überzeugende Geschichte zu erzählen und irgendwie auch eine sehr spannende Geschichte. Also wirklich überraschend authentisch, einmal was die Drogen angeht. Vor allem, es kommt dann auch zu einer Szene, wo eine von den dreien, die wird verletzt und wird dann halt auch direkt behandelt. Aber auch die Versorgung, die ist ja oft in Filmen und Serien, da ist es relativ plump und relativ schlicht. Aber dort die Wundversorgung, ich war begeistert, da ich aus dem medizinisch-pflegerischen Bereich komme, war das wirklich gut. Das mag ich. Was mir noch aufgefallen ist, war, dass die Musik halt irgendwie noch so das perfekte i-Tüpfelchen bei dem Ganzen ist, weil die halt auch dieses ganze super stylische sehr schön unterstreicht. Und das war auch so einer von diesen Soundtracks, wo ich gedacht habe, so oh, hoffentlich denke ich hinterher dran, mir den mal rauszuholen. Ja. Von daher, würdest du denn auch die letzten vier Folgen noch sehen wollen? Ja. Auf jeden Fall. Ich hab wirklich Bock und ich habe gerade auch gesehen, es ist zumindest eine zweite Staffel. Naja, ich will nicht sagen angekündigt, aber wenn man mal guckt und auf alle Folgen geht, dann sieht man schon eine zweite Staffel. Ich habe Bock. Also vor allem die letzten vier und weil es auch nur 25, 30 Minuten geht, es geht einfach schnell weg. Es sieht gut aus, es macht Spaß zu gucken und ich will auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht, weil die Folge 4 endet auch, also das haben sie gut ausgesucht. Die hätten ja auch nur 3 oder 5 Folgen nehmen können, aber das ist wirklich ein Ende, wo ich sage, Alter, jetzt wird es nochmal richtig spannend. Das war cool, da habe ich hab wirklich Bock drauf und ich mag das eh. Also ich diese ganzen bisschen überstilisierten, aufgestylten Filme, es ist halt so ein bisschen Rodriguez, es ist so ein bisschen Tarantino, nicht nachgemacht, aber ein bisschen dran orientiert. Und ich kenne Haus des Geldes nicht, was ja der Showrunner gemacht hat, wie das aussieht. Aber das ist halt ein Gesamtpaket, auf das ich einfach Bock habe. Und auch die, bevor wir vielleicht gleich auch zum Ende kommen, die Gewalt, die ist ordentlich, aber sie blendet auch gut ab. Also es wird nicht Gewalt gezeigt, nur der Gewalt wegen. Also es gibt eine Szene, da ist eine Zange sehr nah an einer Brustwarze. So, und es wird dann nicht angefangen, und das ist kein Spoiler, angefangen loszufoltern oder sonst was, nur damit der Zuschauer irgendwie Torture-Porn-mäßig da was zu sehen bekommt, sondern es ist wohl dosiert, wenn, dann ist es an der richtigen Stelle und es blendet auch an der richtigen Stelle weg. Auch das hat mir gut gefallen, also die Dosierungen vieler Elemente da sind einfach sehr passend. Nee, ging mir auch so irgendwie, so immer dann, wenn ich dachte so, ja, ich habe die Message verstanden, mehr muss ich nicht sehen, dann kam schon der Schnitt. So irgendwie, es wird halt genug gezeigt, damit klar wird, das hier ist gerade eine Situation, wo es wirklich gefährlich ist. Und dann, wenn man das Gefühl hat, oh mein Gott, ich halte es nicht aus, dann, eigentlich schon einen Tick davor, weil es kommt gar nicht erst so, dass man anfängt, so, oh mein Gott, jetzt wird es aber zu schlimm. So, weil, also es ist wirklich genau. Gut. Und doch trotzdem schmerzhaft, finde ich teilweise. Ja, so. Ja, aber es passt ja auch irgendwie. Also ich meine, das ist ja das Ding. Du kannst so ein Thema nicht anpacken und irgendwie dann aber die ganze Zeit so eine Happy-Peppy-Flower-Stimmung irgendwie verbreiten, weil es ist nun mal ein ernstes Thema und das muss daher auch wehtun. Und es tut
an den richtigen Stellen weh. Und es, was mir halt sehr gefallen hat, ist, dass es halt auch an den richtigen Stellen sehr ehrlich ist. Das stimmt, so. Das stimmt. Das fand ich auch, ja. Also ein Satz, der mir hängen geblieben ist, irgendwie, wo sie halt drüber reden, wie es ist, Prostituierte zu sein, da meinte die eine dann, das Schlimmste ist nicht der Sex an sich, sondern dies lachen zu müssen. Irgendwie, egal was passiert, du musst halt immer irgendwie, da habe ich gedacht, so, ja. Ja. Das war so, gut beschrieben. Das war gut so beschrieben. Sätze waren öfter, wo ich mir gedacht habe, so eine Situation sehr gut auf den Punkt zu bringen. Ja. Und das ist halt auch die Stärke irgendwie, diese komprimierten Folgen, die halt sehr konzentriert dieses Chaos und diesen Wahnsinn immer auf den Punkt bringen. Von daher, wenn von 5 möglichen Betäubungsspritzen, wie viele würdest du geben? Ja, ich habe eigentlich relativ einfach. Es ist für mich nur so 4 von 5. Tatsächlich. So, also es hat mir schon echt sehr gut gefallen und es hat mir echt viel Spaß gemacht, da zuzugucken. Ich bin auch sehr empfänglich für das, was wir halt gerade besprochen haben. Ne? Look, Gewalt, also gerade der Gewaltgrad, die passende Dosierung, was das angeht, die Ernsthaftigkeit, alles. Und es sieht halt echt cool aus. Deswegen, für mich ist das echt alles sehr, sehr stimmig. Das sind 4 von 5. 4 von 5 Spritzen sind bei mir drin. Ja, doch, da kann ich dem Teil mich glatt anschließen, so, weil viel zu meckern gibt's nicht, irgendwie, bis halt auf diese kleinen Logiklöcher, dass man irgendwie, wenn man auf der Flucht ist, irgendwie dann weiterhin in den auffallenden Sachen rumläuft und deswegen reicht's dann nicht für eine 5, aber doch, irgendwie, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und freue mich drauf, wenn es am 19. März soll das Ganze dann ja quasi für alle sichtbar auf Netflix dann vorhanden sein. Und also mein Tipp ist unbedingt einschalten und zuschauen. Ja, genau. Ja. Und ich glaube, das ist sowas, wenn es jemandem nicht gefällt, dann findet das auch richtig kacke. Also das ist so ein bisschen, es gibt wenige, die sagen, From Dusk Till Dawn ist okay, sondern es gibt die sagen, es ist ein unfassbar geiler Film oder es ist halt irgendwelche Scheiße mit irgendwelchen strippenden Vampiren. So ordne ich die Serie so ein bisschen ein. Man kann natürlich irgendwas auch nur okay finden, aber das ist eine, wo es eher ins Extreme geht, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Also ich kann mir halt auch vorstellen, dass manche sagen werden, nee, bei so einem ernsten Thema möchte ich es halt nicht in so einer durchgestylten Auffassung. Aber finde ich nicht. Also für mich passt das total und ist also auch dies irgendwie immer am Wahnsinn längs schlittern, passt für mich eigentlich auch perfekt zu diesem Thema. Weil ich glaube, das hat doch viel damit zu tun, in gewisser Hinsicht. Ja, na klar, man muss auch irgendwie gucken, dass man vernünftig mit umgeht, ja. So, damit hauen wir ab. Du kannst noch kurz einmal deine 2 Cent zu wichtigen Themen beitragen. Kurz darauf hinweisen, dass wir ja Community unterstützt sind. Das heißt, falls ihr uns was Gutes tun wollt und mehr vom Tele-Stammtisch hören wollt, beziehungsweise mehr von Filmen, die wir für euch geguckt haben und Serien, die wir für euch geguckt haben, dann schaut in die Shownotes unter diesem Beitrag und da steht dann alles drin, wie ihr vielleicht ein bisschen was beitragen könnt. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns einfach nur zuhört und auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Von daher verabschiede ich mich schon mal und freue mich bis aufs nächste Mal. Jetzt hast du das letzte Wort. Ich sag nur vielen Dank. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Hallo, liebe Tele-Stammtisch-Hörer und liebe Film- und Fernsehfreunde. Hier ist Tilo, der alte Schwede aus München und ich möchte heute die Serie Tin Star besprechen. Und ich muss das zum Glück nicht alleine machen, denn der Patrick ist auch dabei. Hi. Hallo. Sag mal, du hast die Serie auch von Anfang an angeschaut. Es waren dann wie viele Folgen? Insgesamt waren das 26 Folgen, also 3 Staffeln. Die erste hat 10 Folgen, die zweite hat auch 10 Folgen und die letzte Staffel hatte dann 6 Folgen. Glücklicherweise, muss man so sagen. Ja. Also ich will jetzt gar nicht so ein bisschen lästern über die Serie, aber um mal ein bisschen zu erklären, ich habe diese Serie entdeckt, genau beim ersten Seriencamp, ein Serienfestival in München, wo man ein bis zwei Folgen einer Serie sehen darf und dann ist halt Schluss.
Und diese Serie hat mich wahnsinnig fasziniert, weil der Hauptdarsteller ist Tim Roth, den ich unglaublich gut finde. Also wir beide kennen den ja von Reservoir Dogs zum Beispiel. Diversen Tarantinos, er ist da ein Stammgast. Man könnte ihn zuletzt noch aus der Serie Lie to Me kennen. Genau. Oder eben aus dem Hulk-Film mit Edward Norton. Genau. Also ein unglaublich guter Schauspieler. Und da hieß die Prämisse, es ist ein Ex-Cop aus England, der in Liverpool als Undercover-Cop fungiert hat und dann ein neues Leben anfangen will in Kanada mit seiner Familie. Und im Grunde fängt es auch wunderbar an, weil klar, in dieser Einöde in Kanada, da gibt's noch die fiese Firma, die da Öl bohrt, und da gibt's natürlich noch Probleme mit den Leuten, die dann anfangen zu arbeiten, und er versucht da eben als Sheriff, als neuer Sheriff, deswegen Tinstar, da ein neues Leben aufzubauen. Aber natürlich, es läuft nicht alles, wie es geplant ist, und seine Vergangenheit holt ihn ein und die Familie wird terrorisiert und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Und ja, ich würde mal sagen, der Jim, wie er heißt, der hat doch ein quasi zweites Leben, und was dann irgendwie später rauskommt, wenn er dann auch ein bisschen zu viel trinkt, dann verwandelt er sich in den Jack. Und das sind dann die zwei Charaktere, und dann ja, nimmt das Ganze seinen Lauf. Er ist quasi in der ersten und zweiten Staffel noch so ein bisschen sowas wie ein bipolarer Alkoholiker-Hulk. Je weiter die Serie voranschreitet, desto weniger spielt auch die Bipolarität eine Rolle, weil er dann einfach dauerstrange ist. Im Prinzip habe ich in der letzten Staffel gedacht, das ist auch eine Rolle, die könnte Nicolas Cage spielen. Er ist, ja, stimmt. Er ist nur noch wild am Grimassieren und Grinsen. Kugeln machen den auf einmal nichts mehr aus. Und der ist komplett durch in der letzten Staffel. Man kann sagen, die erste Staffel ist noch ein stringenter Neo-Western mit so Rache-Elementen. Und von Staffel zu Staffel wird es dann auch cartooniger und mehr zu so einer Art Natural-Born-Killers-artiger Familie, die hier und da noch so ein paar Rechnungen zu begleichen hat. Also ich fand zuerst diese ganze Grundstimmung total gut. Also man hat auch diese wirklich tollen Aufnahmen aus der kanadischen Gegend. Das sah einfach toll aus, und ich habe mir einfach viel von versprochen, weil diese Grundprämisse einfach stimmig war. Also dieser Ex-Cop oder Cop, der versucht, irgendwo ein neues Leben anzufangen, und dann landet er da in dieser kanadischen Einöde, wo aber auch nicht alles toll ist, weil da gibt's halt diese Ölbohrfirma, die natürlich auch ja nicht wirklich alles richtig machen, und dann kommt aber diese Vergangenheit von diesem Jim, weil der halt in der Zeit als Undercover-Cop in England anscheinend auch irgendwie verbrannte Erde hinterlassen hat, und wird er eben von der Vergangenheit eingeholt. Aber ich habe dann diese Vergangenheitsgeschichte nicht so richtig nachvollziehen können. Oder wie ging's dir? Nee, vor allem, das kann man schon mal sagen, es wurde in der ersten Staffel immer so unheilvoll angeteasert. In der Serie wurde dann auch immer wieder von Seiten der Familie gesagt, du bist ein schlechter Einfluss auf meine Tochter, bitte hau ab, sonst bringe ich dich um. Und in der letzten Staffel, da sind sie alle so auf dem Killer-Trip, denen ist der schlechte Einfluss so scheißegal. Aber auch das Umfeld um die rum, da hat jeder mit jedem Rechnung offen. Also die sind alle mindestens da genauso schlimm wie unser schizophrener Antagonistenheld. Dass du da wirklich
Das ist dir da wirklich komplett aber egal. Ist ehrlich, also dieser Antagonist, der in der ersten Staffel auftaucht, hast du das irgendwie nachvollziehen können, warum der so drauf ist und warum der jetzt die Familie so dermaßen kalt machen will? Das war für mich nicht nachvollziehbar. Das meinte ich eben auch so mit dieser Cage-artigen Rolle oder beziehungsweise es ist so dieses trashige Umfeld, in dem sie sich auf einmal bewegen, obwohl das in den ersten Folgen noch wirklich bierernst aufgezogen wurde. Und nach bricht wirklich dieser boshafte Ton. Und ich konnte die Motive des Killers genau nachvollziehen. Das überhaupt nicht. War genau mein Problem, dass ich die Motive nicht nachvollziehen konnte, weil auch wie gesagt, ich will jetzt nicht spoilern, aber dann kommt irgendwann raus, ja, warum ist das dann passiert? Warum hat er so einen Hass auf den? Aber das hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Und deswegen hat für mich das Ganze auch die Serie so ein bisschen kaputt gemacht. Vor allem diese Serie, die baut ja dann auf dieser Ausgangslage trotzdem weiterhin auf. Und du denkst, naja, okay, jetzt hatten sie echt so diesen, nennen wir es mal Martha-Moment. Und daran kannst du dann eben nicht mehr anknüpfen. Da kannst du keine ernsthafte Serie mehr aufbauen. Die hatten ja noch eine vierte Staffel geplant und dann gemerkt, nee. Irgendwie bringt das nicht mehr viel. Ja, was für mich okay. Die Serie noch so ein bisschen gerettet hat, Tim Roth hat wirklich Spaß an der Serie und da fallen wirklich so Sätze von seiner Arbeitskollegin. Bitte schießen Sie dem Verdächtigen nicht wieder den Schwanz ab. Wir wollen ihn noch verhören. Ja, okay, aber wie gesagt, Tim Roth hin oder her. Aber er hat auch in der Serie oft so Momente gehabt, wo man sich denkt so, hallo, warum reagiert die jetzt so? Und eigentlich ist er doch der volle Badass, aber dann verhält er sich einfach so unglaublich dämlich. Also war auch in der zweiten Staffel und vor allem in der letzten Staffel dann, wo es heißt Liverpool, wo sie dann in England wieder sind. Wie blöd kann man sich eigentlich verhalten? Ja, und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das hat das alles echt für mich total kaputt gemacht. Ja, aber diese Fehler, die ziehen sich ja wirklich schon ab einem gewissen Moment schon durch. Staffel 1, nicht nur der Darsteller oder die Darsteller nehmen jedes storymäßige Fettnäpfchen mit vollem Körpereinsatz, sondern auch die Drehbuchautoren. Ja, also genau das denke ich mir halt auch. Ich meine, und ich bin es so dermaßen leid, immer wieder diesen Spruch zu sagen, aber die Ingredienzen waren ja da. Der Darsteller war da, also die Darstellerinnen auch, die Kameraführung und alles. Aber wie kann man so blöde Drehbücher schreiben? Ja, überleg dir mal. Bei der letzten Staffel, ja, Liverpool heißt ja. Da kommen sie zurück und oh mein Gott, das sind ja so unglaublich krasse Gegner, dass in der zweiten Staffel sogar einer sich die Kugel in den Kopf schießt, weil er so Angst hat, dass Gott, die da kommen könnten. Ja, und dann fahren sie halt nach Liverpool und dann gehen sie in eine Bar und tanzen auf den Tischen rum und tun alles, dass halt jeder auf sie aufmerksam wird. Wo ich mir denke so, what the fuck? Was soll das? Nein, du merkst vor allem auch diesen Umschwung, der den echt so gut wie nie gelingt. In den ersten 20 Minuten in einer Folge tanzen sie so ausgiebig und sind so die Happy Family. Und dann schwenkt auf einmal die Stimmung um, es soll dramatisch sein und du kannst es halt nicht ernst nehmen. Nicht nur, weil unsere drei Hauptdarsteller auf einmal so eine Art Gottmodus haben und so gut wie nie auch nur ansatzweise getroffen werden. Ja, auch das. Ja, klar. Also aber wie gesagt, am meisten hat mich erstmal aufgeregt, dass die Teenager-Tochter, die im Auto sitzt, während sie das Blut noch in die Fresse geschossen bekommt. Aber dann verzeiht sie das dem Täter, weil dem bin ich ja irgendwie verliebt. Ja. Und dann
ist sie auch noch stinkig auf den Vater, der den umbringt. Und ja, also da hat bei der zweiten Staffel noch so ein bisschen Sinn gemacht, dass sie sich da versucht, da aufzuhängen. Das hat diese Amish-Familie und so. Ich wollte ja noch mal sagen, es ist ja nicht alles schlecht gewesen bei der Showdown in der zweiten Staffel war cool. Also es ist ja, es ist nicht wie es ist wie bei der DDR. Es war nicht alles schlecht. Ne? Dann gibt's halt so Szenen, wo ich mir auch denk, okay, geil, jetzt könnte es wirklich spannend werden. Und dann kommt wirklich so ein Irrsinn daher. So, du hast schön mal geschrieben, soapig. Es wird plötzlich so eine Soap. Was soll das? Ja, also entschuldige mal. Und es ist so unnötig ausgebremst, das habe ich auch gesagt. Das hätte auch ein knackiger Film sein können mit einem bipolaren Tim Roth als Racheengel. Das wäre eine runde Sache gewesen, wo er. Also diese Geschichte, dass er quasi als Undercover Agent, wie gesagt, verbrannte Erde hinterlassen hat und wenn er zu viel säuft, dann verwandelt er sich in diesen Jack. Das wäre eine coole Kiste gewesen, ja. Unbedingt. Aber dann haben sie es irgendwann auch wieder fallen lassen und dann wurde das auch wieder so eine ganz komische ich will nicht irgendwie an irgendwelche TV-Zeitschriften mich anknüpfen, aber ich habe den besten Satz gelesen, ein Ende einer unrunden Serie, haben sie geschrieben. Ja, und das bringt's auf den Punkt. Kann ich so bestätigen, da wurde viel Potenzial verschenkt, indem man es einfach mit zu vielen Soap-Elementen angereichert hat und den Patienten unnötig lang künstlich am Leben erhalten hat. Da waren ja tolle Elemente dabei, wie bei der ersten Staffel der Norweger, der Sicherheitschef von dieser Ölfirma, wo es richtig Action gab, den man von Hell on Wheels kennt, zum Beispiel. Da waren unglaublich viele Elemente dabei, wo ich mir gedacht habe, boah, geil, das könnte jetzt echt was werden. Und da waren auch viele talentierte Darsteller dabei. Ja, natürlich, ohne Ende. Auch diese Teenager-Tochter, Abigail, irgendwas heißt sie, die ist super, aber dann hat das Drehbuch das einfach nicht mehr hingegeben. Ja, ich habe die Serie halt für mich dann als schönen Schund abgestempelt. Schund ist jetzt schon ein bisschen böse. Also ja, schöner Trash. Ja, auch nicht Trash. Einfach, wie gesagt, unrund. Also es war alles da. Das war so Neo-Western-mäßig und man hat dann auch durchschimmern sehen, wie geil die Serie hätte sein können. Und dann kommen die halt aber wirklich mit so unglaublichem Scheiß daher. Und da muss man echt sagen, in dem Bereich Neo-Western-Serien, beziehungsweise auch Western-Serien, da haben wir in der letzten Zeit wirklich verdammt gutes Zeug bekommen, dass man mit einem bipolaren Charakter, da hätte man nochmal neue Akzente setzen können, da hätte man ikonisch sein können oder vielleicht sogar müssen. Den Zug hat man leider verpasst. Hell on Wheels habe ich da leider nicht gesehen, aber wenn ich nur an Banshee erinnere, an Deadwood, an Justified, an Godless. Ja. Tolle Erwachsenenunterhaltung, ja. Also ja, mal richtig in die Fresse und auch mit mal Sex, Gewalt und wie man es als Erwachsener mal gerne sehen möchte. Aber dann kommt dann Tinstar und der macht halt einfach viel, viel schlecht. Und dann kommt halt lustigerweise immer wieder so eine Szene, da denkst du, ach verdammt, wieso seid ihr nicht die ganze Zeit so? Und das zieht sich eben wirklich durch die gesamte Serie, weswegen sie sich so unrund ja, genau, anfühlt. Das ist das Wort, unrund. Die Serie ist einfach unrund. Und anfänglich, wie gesagt, hätte sie alles da gehabt, also die Geschichte von dem Cop, der aus England kommt und die Vergangenheit hinter sich lassen will und fängt dann neu an und legt sich dann halt mit der Ölfirma da an und so, wäre alles da gewesen. Aber dann kommt so ein Irrsinn und wie gesagt, ohne zu spoilern, die Motivation von dem, was ihn da quasi wieder hauntet, das hat einfach keinen Sinn mehr gemacht. Vor allem verhalten sich Charaktere
schon wirklich sehr, sehr sprunghaft. Was sie vor ein, zwei Folgen gehasst haben, das mögen sie dann auf einmal. Und ja, auch das, also wie gesagt, diese Vergangenheit, die ist dann plötzlich so, ach ja, da gab's halt mal was. Ja, Schatz, gut. Ist okay, aber ich würde mich über einen Heiratsantrag freuen. So. Ja, genau. Das war überhaupt das Mieseste, was in der dritten Staffel eben rauskommt, dass die gar nicht verheiratet sind. Aber wurde das in den ersten zwei Staffeln überhaupt jemals erwähnt? Nein. Es wurde nein, auch, weil sie sagt auch immer, sie ist die Frau vom Sheriff und so, bla 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 bla. Also, da sind wir schon wieder bei der Inkonsequenz und bei den unausgegorenen Drehbüchern. Aber ich würde sagen, bevor wir uns jetzt wiederholen, was wir wahrscheinlich jetzt eh schon tun, kommen wir zu einem Fazit. Ja, und bei dem Fazit kommt die Serie. Ich habe es mir so gewünscht, dass mir die Serie gefällt. Aber es hat nicht geklappt. Und ich bin nur dran geblieben, weil ich eben beim Seriencamp damals das angeschaut habe im Kino. Und ich gebe der Serie eine Gnaden 2 von 5. Ja, ich würde sagen, wenn man so eine gewisse Affinität hat für Tim Roth und vielleicht trashiges Fernsehen, dann kann man den auch 2,5 geben. Dann ist es vielleicht. Ja, aber auch ganz wenn man solide. Western mag, dann, genau. Dann geht's trotzdem nicht. Also. Nee, dann ist es ganz solide, aber es gibt. Wie, also die Bilder sind einfach schön. Und das sind Landschaftsaufnahmen. Komm, da musst du drüber filmen. Toll gefilmt und toll gemacht, solide gemacht, aber das Drehbuch war einfach Panne. Ja, aber bei diesen Landschaftsaufnahmen, das waren ja wirklich schöne Drohnenaufnahmen, da kannst du nicht viel falsch machen, da würde ich noch nicht mal in der Hinsicht groß was attestieren. Nee, und wie gesagt, schaut Banshee, schaut Justified. Genau. Schaut Deadwood. Banshee. Hell on Wheels. Genau, wenn damit ihr Western mögt. Besser bedient, aber ja, schaut diese Serie, wenn ihr diese ganzen coolen Western-Serien all durch habt und wirklich Entzugserscheinungen habt, wirklich krasse Entzugserscheinungen. Alles klar, dann hoffen wir mal, dass Tim Roth demnächst eine bessere Serie Kredenz bekommt. Oder bei Tarantino mal wieder was richtig Prägnantes kriegt. Ciao. Mach's gut. Die nachfolgende Besprechung zu Yesterday enthält Spoiler. Hallo, willkommen beim Telestammtisch und heute ist eine besondere Folge. Es ist wahrscheinlich die beste Folge, die ihr jemals hören werdet, denn wir feiern den Yesterday. Paul, ist es Yesterday? Ist das nicht großartig? Yes! Hallo, ja. Stu! Hallo Paul, Wahnsinn. Wir beiden haben uns Yesterday angeguckt, die neue Komödie von Netflix, seit dem 12. März dort erhältlich. Und Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Was für ein Film, was für ein Spaß. Meine Fresse, ich hatte die Zeit meines Lebens gestern. Das waren 86 Minuten reinstes Entertainment Gold. Yes. Yes. Ja. Okay, ich will ehrlich sein. Ich habe ein bisschen gelogen am Anfang. Heute ist nicht der Yes Day, weil ich meine, ihr könnt den Film ja auch am 3. Oktober oder am 12. Januar gucken. Ne? Also das war jetzt geflunkert und ich will auch ehrlich sein, so richtig, ja, so toll, also der Film hat vielleicht ein paar Schwächen, wir werden drüber reden jetzt, Paul. Kannst du, bevor wir das tun, nochmal kurz erklären, worum geht's in dem Film? Okay, also es geht um eine Familie, bestehend aus Mutter, Vater und drei Kindern und die beschließen für die Kinder, weil ihre Erziehungsmethoden irgendwie meistens damit besteht, immer Nein zu ihren Kindern zu sagen, beschließen sie einen Yes-Day einzufügen, indem die Kinder einen Tag lang, oder nein, indem die Eltern einen Tag lang Ja zu ihren Kindern sagen müssen und das Ganze dann irgendwie ausartet. Mich hat's erinnert an den Film Der Ja-Sager mit Jim Carrey von 2008. Den ich ganz lustig finde. Ist jetzt kein Film, den man gucken muss, aber wenn man ihn guckt, hat man damit eine gute Zeit. Und jetzt halt eben Yesterday, der übrigens auf einem, ich glaube, Sachbuch basiert von Tom Lichtenheld und Amy Cruz Rosenthal. Ja. Okay, frei raus, der Film ist kacke. Also erstmal finde ich es schon total komisch, weil irgendwie dieses Yes Day, das habe ich gar nicht so richtig verstanden, weil eigentlich geht's dann
Geil, also eigentlich ist es dann quasi ein Tag, wo die Kinder bestimmen, was gemacht werden darf. Aber so oft Ja gesagt, also und die Eltern müssen es halt mitmachen, aber so oft wirklich Ja gesagt wird nicht, oder? Ja. Also der Film fängt ja schon damit an, die Hauptrolle spielt Jennifer Garner und Edgar Ramirez und da sehen wir halt sie, als sie noch keine Kinder hatten und wie Jennifer Garner in fremde Länder reist und klettern geht und zu allem immer Ja sagt und dann immer nur schönste Erlebnisse damit hat. Und dann werden sie halt Eltern und dann krabbelt der kleine Junge halt zur Steckdose hin und will halt irgendwas mitmachen. Und dann muss natürlich Nein sagen, ist klar. Und zumindest mir ging es am Anfang so, dass der Film mir so ein bisschen aussagen wollte, ey, Kinder machen echt einfach alles kaputt. Es ist halt wirklich so dargestellt, dass die Eltern, Allison und Carlos heißen sie im Film, wirklich zu allem Nein sagen und die totalen Spielverderber sind. Vor allem die Mutter. Mhm. Ja, der Vater hat ja noch so diesen Ruf innerhalb der Familie, ja, der ist eigentlich der Nette, ne? Der sagt halt, der ist halt auf seiner Arbeit, der ist Anwalt, da ist er eher so der große Neinsager. Und als die Mutter dann mit dem Vater in die Schule geht für so einen Elternsprechabend, wird dann so ein Schulvideoprojekt ihres Sohnes gezeigt. Und der vergleicht da seine Mutter mit Stalin. Wo ich mir dann zwei Sachen dachte. Erstens, ist der Junge nicht ein bisschen zu jung dafür, schon so Sachen zu kennen wie Stalin? Also ich weiß nicht, wie alt der ist. 10, 11? Also, okay. Und das andere ist, warum machen die so einen Aufstand? Wegen diesem Video in der Schule. Also, das war voll gut geschnitten. Ja, also für den Elfjährigen war das super geschnitten, wirklich. Naja, und dieses Video ist halt so der Auslöser dafür, dass die Eltern sagen, okay, wir machen jetzt diesen Yes Day. Sie legen aber natürlich ein paar grundlegende Regeln fest, weil ansonsten könnte man ja sagen, ja, spring von der Brücke. Okay, ja, mache ich. Und diese Regeln besagen halt unter anderem, es darf sich nur im Umkreis von 30 Kilometern befinden, es darf niemand zu Schaden kommen. Ja, und dann kann der Spaß losgehen. Und ich will ehrlich sein, ich finde von der reinen Idee her ist das ein komödiantisches Konzept, was aufgehen kann. Hat man ja schon gesehen bei der Ja-Sager. Mhm. Aber sie machen halt nichts draus. Nee. Der Spaß, den sucht man so ein bisschen. Ja. Es hat sich manchmal angefühlt wie so ein RTL 2 Samstagabend, Nachmittag-Programm. Nicht ganz so lang, aber auch so anstrengend, also wo man halt so verschiedene Challenges machen muss, weißt du? Und dann hast du halt keine Prominenten, sondern halt diese fünfköpfige Familie, die da irgendwie eine Paintball-Wasserschlacht oder irgendwas macht oder ein Eiswettessen oder ja. Ja, und das Schlimme ist, bei diesen ganzen Challenges, die sind halt entweder so seltsam, dass ich nicht kapiert habe. Also es gibt da irgendwie so eine Sportveranstaltung. Ich habe keine Ahnung, was die Regeln davon waren. Die werfen sich da irgendwie ab, laufen zu irgendwelchen Fahnen, verstecken sich, keine Ahnung. Wo auch auf einmal ganz, ganz viele andere Erwachsene mit da waren und der Junge da, der Chef ist und die Regeln erklärt. Ja. Okay. Total seltsam. Und dann hast du halt eben so Challenges wie halt eben dieses Eiswettessen. Und das habe ich auch schon total oft gesehen. Ich musste immer denken an diesen Film mit John Candy, The Great Outdoors, glaube ich, heißt der im Original, wo der halt eben auch von Dan Aykroyd so ein Riesensteak vorgesetzt bekommt. Und bei Yesterday ist halt so ein Mega-Eisbecher. Und das Lustige ist halt, dass der Vater halt den einfach so wegverputzt und dann muss er aufs Klo kacken. Wahnsinnig lustig. Mhm. Und nun die Top 3 der peinlichsten Momente des ganzen Films. Oh ja. Auf Platz 3, ein erwachsener Mann findet am Boden einen kleinen Vogel und klettert einen Baum, um ihn zurück ins Nest zu bringen, woraufhin Muttervogel zurückkehrt, der Mann hinunterfällt, sich seine Juwelen stößt und anschließend weinend am Ast hängt. Auf Platz 2 ist für mich die eben von dir angesprochene Eisszene, als der Vater nämlich beim Eiswettessen, als ihm schlecht wird, gelingt es ihm trotzdem zu gewinnen, weil er das Eis nicht, wie es die Regeln verbieten, auskotzt, sondern sachgerecht und laut hörbar für den Zuschauer durch sein Hinterteil entsorgt. Und für mich dann, Platz Nummer 1, in einem Freizeitpark beginnen sich drei erwachsene Leute in einem Schießstand, um einen rosa Gorilla zu kloppen und kommen daraufhin ins Gefängnis, während sich keiner so richtig um deren Kinder interessiert oder schert und die gleich auf verschiedenen Partys unterwegs sind. Ja. Das Schlimme ist, ich weiß nicht mal, ob es wirklich die peinlichsten waren, weil es kann auch sein, dass ich einfach welche vergessen habe, weil sie so doof waren, dass ich sie dann gar nicht mehr auf dem Schirm hatte.
Ja, also ja, ich spreche übrigens eine Spoilerwarnung hier nochmal nachträglich für deinen Kopf aus. Seid uns nicht böse, aber ja. Was ich auch ein bisschen, also es gibt eine Sache, die ich gut fand. Und zwar ist diese Familie ja so multikulturell, sage ich mal, oder multilingual. Der Vater ist ja Mexikaner, gespielt von Edgar Ramirez. Und das fand ich ganz schön. Das wurde so als Selbstverständlichkeit hingenommen, dass die halt auch gerne mal Spanisch reden, ja, so zwischendurch. Was ich aber rückblickend echt ein bisschen seltsam finde, die älteste Tochter, gespielt von Jenna Ortega, will ja unbedingt auf ein Konzert. Und die Mutter will es ihr verbieten und sagt, dass du darfst da nur halt hin, wenn ich mitkomme. Was für eine 14-Jährige aber auch irgendwie uncool ist. Kann man schon verstehen. So. Und irgendwie im Laufe der Handlung merkt halt diese Tochter, wie hart es sein kann, Mutter zu sein. Und ich hatte das Gefühl, dass der Film diese Familie verlässt, so mit dieser Botschaft, siehst du mal, liebe Mädels, ja, Mutter sein ist hart, aber es ist das Beste, was euch im Leben passieren wird. Hm. Und das fand ich irgendwie ein bisschen schmierig. Ja, allgemein, also das ist ja so ein Klischee, ja, kann man sagen. Und sowas findet man hier ja auch immer wieder. Die Mutter, die hat dann natürlich warme Sachen und warme Wechselsachen dabei, ne, weil sie sich um ihre Kinder sorgt. Oder die hat dann auch, ist auch die, die dann am Ende das Nähzeug dabei hat, um der Sängerin da irgendein Kostüm zu nähen. Ja, also da sind schon echt so ein paar Rollenbilder auch. Auch die Kinder sind wieder so besetzt, wie wir sie wahrscheinlich schon, die Teenie-Tochter. Dann haben wir diesen jüngeren Sohn und dann diese kleine Tochter. Also das ist auch irgendwie was wir schon x-mal gesehen haben. Ja. Und der Sohn ist natürlich ein Nerd, ne? Ganz wichtig. Die große Nerd-Party, ja. Große Nerd-Party, wo ich mir echt dachte, was hat die Popkultur aus dem Nerd gemacht eigentlich? Es ist einfach nur noch bitter. Ja, und die Tochter, die kleine Tochter ist halt dafür da, um süß zu sein, ne? Und auch immer so ein bisschen nasebeiß und keck. So witzig, als sie da irgendwie so als Türsteherin fungiert und es beinahe schafft, dass die Leute da nicht reinkommen und dann sagt, ach, was weiß ich, ich kann ja eh nicht lesen. Das ist so süß. Ach, ja. Nee, wirklich furchtbar. Ich will ehrlich sein, ich habe nicht erwartet, dass der Film gut wird. Aber ich bin schon ein bisschen schockiert, wie kacke ich den fand. Ich hätte, wie gesagt, du hast ja gesagt, allein dieses Ja-Sagen, ja, hätte ich mir für auch was Schönes, eben so eine Nachmittagsunterhaltung. Funktioniert es vielleicht eben als das auch irgendwo, aber letztendlich war ich auch so mehr genervt. Ja, immerhin, ich glaube, nach 75 Minuten kommt der Film zum Abspann. Ja. Das ist schon mal schön. Und was ich auch ätzend finde, ich hatte ja mal früher so die Hoffnung, dass Jennifer Garner eine richtig interessante Schauspielerin wird. Und in den letzten Jahren spielt die echt nur einen Scheiß mit. Also wirklich, es tut mir echt leid. Edgar Ramirez mag ich auch sehr. Der spielt halt auch oft bei Netflix-Sachen mit. Und du kannst davon ausgehen, wenn Edgar Ramirez in Netflix-Produktionen mitwirkt, dann sind die meistens echt kacke. Yesterday ist ja keine Ausnahme, aber auch das ist eigentlich ein sehr guter Schauspieler. Aber Yesterday macht wirklich, der macht keinen Spaß. Also ich finde auch nicht, dass es ein Film ist, wo es lustig ist oder man Unterhaltung daraus evozieren kann, sich über diesen Film aufzuregen. Es ist einfach nur so ein durchgängiges Kopfschütteln, gefolgt von einem Schulterzucken, gefolgt von einem, komm, weg. Weil er auch einfach langweilig ist. Ja. Also, weil er bietet ja nicht mal irgendwas Besonderes oder was heraussticht. Nee. Ja, das ist, ja. Und ich glaube auch, dass er teilweise mit seinen eigenen Regeln halt bricht. Also die stellen diese Regeln auf. Das ist ja total, das ist sowieso total obskur, wie auf einmal die das dann alles organisieren, dann haben sie plötzlich Pullis gedruckt und dann. Ja, also das, auch hier wieder ein kleiner Spoiler, weil ich halt total idiotisch fand, wo ich dachte, okay, nee, funktioniert für mich nicht. Sie stellen irgendwie diese Regel fest, dass da nicht so teuer sein, ja. Und als die dann diesen riesen Eichbecher bestellen, dann sagen sie, boah, $40, das ist schon echt viel, machen es halt. Aber als sie dann mit offenen Fenstern durch die Waschstraße mit dem Auto fahren, das ist vollkommen okay. Ich weiß nicht.
Ich meine, klar, diese Filme wollen ja auch so eine Art Fantasiewelt erzeugen. Ja, weil keine Familie wird so leben. Kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn, ist diese Familie, glaube ich, noch abgefuckter als sie in Hereditary. Aber ich weiß nicht. Ich habe solche Filme, glaube ich, echt schon zu oft gesehen. Ja. Zu viele einfach. Und das Schlimme ist dabei, diese ganzen Produktionen, denen fällt auch nichts mehr wirklich ein. Eine Frage, und ich weiß, dass du mir diese Frage mit Ja beantworten wirst. Und zwar die Frage lautet, wollen wir zum Fazit kommen? Ja, bitte. Na, siehste. Also, Paul, was vergeben wir denn heute mal? Rosa Plüschgorillas. Okay, dann vergeben wir heute einfach mal Neins. Du kannst vergeben 0 bis 5 Neins zu Yesterday. Ich vergebe 1,5 von 5 Neins. Einzig eigentlich allein aus diesem Grund, weil ich jetzt eben als einfacher Dulli da jetzt vielleicht nicht die Zielgruppe bin, sondern es vielleicht für einen Familiennachmittag geeignet bin und da vielleicht dann irgendwie funktioniert, obwohl ich auch viel bessere dieser Art kenne, aber ja, mir hat da nichts wirklich dran gefallen, deswegen, ja, also nein. Ja. Weißt du was, ich gehe noch eins drunter, ich gebe nur ein Nein und da ist auch ein dickes Ausrufezeichen dahinter. Und damit sind wir durch und ja, keine Empfehlung für den Yes Day. Aber eine Empfehlung für den Telestammtisch, den ihr finanziell unterstützen könnt, wenn ihr wollt, mit einem kleinen Trinkgeld. Guckt einfach mal in die Videobeschreibung nach, da könnt ihr uns ein bisschen finanziell unter die Arme greifen, denn wir verdienen ja hier eigentlich nichts und müssen teilweise auch richtig schlechte Filme gucken. Yes. Yes. Okay, das war's von uns. Ich wünsche euch noch eine angenehme Zeit. Verbringt eure Tage, Stunden, Minuten mit etwas Besserem als Yesterday zu gucken. Zur Not hört einfach weiter Telestammtisch. Da gibt es auch bestimmt schlechtere Alternativen. Ich sage Tschüss und Paul, du hast das letzte Wort. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.